manche Dinge gibt's, die muss man selbst als Sammler vielleicht ein kleines bisschen näher erklären, wenn man sie vorstellt. Denn ich glaube, es wäre ein klein wenig seltsam, würde ich einfach dieses PS Vita-Spiel in die Kamera halten und nichts dazu sagen. Ja, es heißt Panzu Hunter und ja, das Wort Panzu steht für genau das, was ihr glaubt, dass es steht. In diesem Spiel geht's einfach darum, dass man Unterhosen nachjagt. Und für den Fall, dass sich jetzt irgendjemand wundert, warum spielt man sowas, kann ich eine ganz einfache Antwort geben, weil es einfache Trophies sind. Ja, Panzu Hunter ist wieder eines von diesen Spielen, wo man sich eine Platin-Trophy relativ simpel, relativ einfach holen kann und wo eben deswegen das Ganze auch interessant ist, sich hier eine internationale Version zu holen, weil bei dieser Edition von East Asia Soft handelt es sich um die limitierte physische Ausgabe, die exklusiv bei dem Shop PlayAsia.com vertrieben wird. Wieder einmal wunderschön mit nach außen geprägten Titel, sehr schön gestaltetem Artwork. Natürlich auch hier auf dem Spine sieht man zum Beispiel, dass es mittlerweile die Vita-Auflage Nummer 26 ist. Ich habe ja von PlayAsia schon etliche Sachen in der Sammlung, hole mir ja nämlich dort auch immer wieder ganz gerne die aktuellen Veröffentlichungen selber. Panzu Hunter habe ich leider verpasst, wie das auf den Markt gekommen ist. Und freue mich deswegen eben ganz besonders drüber, dass jetzt André das nachgeholt hat, dieses Teil eben quasi in meine Sammlung, sagen wir mal, nachzurekrutieren. Das ist eine absolut coole Geschichte, da freue ich mich riesig drüber, vor allem, wenn wir auf dem Backcover schauen, das sieht man ja schon ein bisschen etwas über das Spiel, aber wie gesagt, es handelt sich um ein Visual Novel, wo es grundsätzlich darum geht, verschiedene Dialogue-Choices zu machen, um dann am Ende verschiedene Enden zu erreichen, beziehungsweise, ja, verschiedene Unterhosen einzusammeln. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil so wie üblich bei den Cases und Hüllen von East Asia Soft und PlayAsia sind, ist auch dieses Mal der Schuber wieder sehr, sehr, sehr steif ausgefallen, sodass man immer wieder ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht eventuell irgendetwas umknickt. Wir können dann aus dem Schuber einzelne Dinge rausholen, die natürlich hier überall immer zur Standardausstattung gehören. Beispielsweise hier die Limitierungskarte, ebenfalls sehr schön geprägt, mit dem Hinweis auf die eigene Limitierungsnummer von den 1500 Stück. Wir bekommen natürlich das Vita-Case mit dem Spiel, auch da natürlich so gemacht, wie ein Vita-Case normalerweise auszusehen hat, mit den Informationen rund ums Spiel auf dem Backcover, einem meiner Meinung nach eigentlich ziemlich cool gestalteten und gezeichneten Cover vorne, dann einem Manual, weil auch das ist natürlich in gedruckter Form cool. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass bedingt durch die Größe der Vita-Cases das Booklet auch entsprechend klein ist, aber wir erfahren ein bisschen was über die Charaktere und dann natürlich eben auch über die Trophies. So ist mehr oder weniger die aufwendigste Trophy, dass man alle 60 Enden erreicht, aber es gibt ja wirklich einige Enden, die man innerhalb von Sekunden bekommt. Außerdem gibt es natürlich auch dieses Mal wieder ein Innenartwork bei dem Keepcase, das allerdings nicht wirklich genützt werden kann, beziehungsweise das Vita-Modul, das ich mir gleich einmal auf die Seite lege und sichere, damit ich es dann nachher gleich verwenden kann, ohne die Verpackung unnötig oft öffnen zu müssen. Ebenfalls ein Teil von dieser limitierten Verpackung ist eben die Soundtrack-CD, das gehört ebenfalls bei den Veröffentlichungen von PlayAsia ebenfalls eigentlich immer dazu, mit einer ganz coolen Gestaltung. Außerdem habe ich jetzt da in diese Hülle einige Dinge gerettet. Man bekam mit dem Release noch einen Sticker mit. Das hier ist quasi der Teil aus irgendeinem Grund. Das gehört bei japanischen VÖs eigentlich auch zum Standard, dass eben hier etwas über den Spine drüber gelagert wird. Das habe ich mir natürlich nach innen gerettet. Genauso wie hier dann das Innendesign von der Soundtrack-CD-Hülle gefällt mir ja ebenfalls wirklich, wirklich gut. Mit demselben Design wie auf dem Frontcover von dem Jewel Case auf der eigentlichen
Disc. Wir bekommen sogar innen in dem Faltblatt vom Cover Artwork noch ein Design. Da merkt man eben wirklich, weißt, das sind immer dann diese Kleinigkeiten, wo man meiner Meinung nach eben dann bei Firmen wie Play Asia bzw. East Asia Soft, die eigentlich die Sachen produzieren, merkt, dass da Leute dahinter sind, die sich wirklich Mühe geben, die wirklich bemüht sind, das Beste rauszuholen, alles gestalten, alles machen und wo ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne dann auch einmal tiefer in die Tasche greife und mir eben beispielsweise eine physische Edition von einem Spiel hole, das man bei uns natürlich für absolut schlankes Geld einfach irgendwie aus dem PSN Store runterladen kann. Aber für alle Trophy Hunter unter euch vielleicht tatsächlich noch einmal ein Tipp, weil nämlich diese physischen Editionen von Play Asia meistens noch einmal zusätzliche separate Trophy-Listen haben. Das heißt, ich hole mir eben von Spielen wie zum Beispiel Devious Dungeon, das mir ziemlich gut gefallen hat, zusätzlich zur deutschen Download-Version dann eben immer noch ganz gerne die Play Asia Edition, weil man eben noch einmal Trophy sammeln kann. Danke, André, auf jeden Fall für diese Sache. Das hat mich riesig gefreut und vor allem, bist du wahnsinnig, das Teil ist ja wirklich sauteuer, für diese Dinge zahlt man nicht wenig. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen Dank.